Dann sage ich auch herzlich willkommen zu unserem Thema Tierhalterhaftpflicht Hund und Pferd aus der Schadenpraxis. Lassen Sie uns zunächst mal einen Blick auf das werfen, was wir für Sie vorbereitet haben. Wir starten zunächst mal mit ein paar Zahlen. Dann kommt eine Übersicht über die Schadenarten. Präsentieren wir Ihnen, welche Arten von Schäden wir uns in der Tierhalterhaftpflicht mit beschäftigen. Wie ist die gesetzliche Haftung des Tierhalters und des Tierhüters gesetzlich geregelt? Was sind die Haftungsvoraussetzungen? Welche Haftungsbeschränkungen, welche Haftungsausschlüsse gibt es? Und dann haben wir natürlich Beispiele mitgebracht. Wir haben einen bunten Strauß an Beispielsfällen, sowohl zum Hund als auch zum Pferd. Das sind Beispiele aus unserer täglichen Schadenpraxis und aus der aktuellen Rechtsprechung. Und im Anschluss daran beantworten wir dann gerne Ihre Fragen. Ja, los geht's mit ein paar Zahlen. In der Schadenabteilung Haftpflichtbewahrtkunden hier bei der Haftpflichtkasse, da bearbeiten meine Kolleginnen, meine Kollegen und ich all die Schäden, die uns zur Privathaftpflichtversicherung und zur privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung gemeldet werden. Und circa 20% dieser Schäden kommen dann auch aus der Tierhalterhaftpflichtversicherung. Wie verteilen sich diese Schäden? Also es sind etwa 70% der Schäden, die uns gemeldet sind, solche, die durch Hunde verursacht werden, und etwa 30% werden durch Pferde verursacht. Da könnte man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denken, aha, Hunde verursachen mehr Schäden als Pferde. Aber ganz so ist es dann doch nicht, wenn wir uns das auch auf der Vertragsseite nicht ansehen. Aber ich weiß, wie die Zahlen da sind, wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen. Und da ist es so, dass auch auf der Vertragsseite etwa 70% unserer Verträge in der Tierhalterhaftpflicht solche Verträge sind, die für Hunde abgeschlossen werden und 30% für Pferde, sodass man also sagen kann, dass sich die Schadenhäufigkeit von Hund und Pferd gar nicht so sehr unterscheidet, so deutlich. Jetzt schauen wir uns die Zahlen von der Schadenseite her noch mal ein bisschen detaillierter an und starten mit dem Hund. Von den Hundeschäden, die uns gemeldet werden, sind etwa im letzten Jahr 77% Sachschäden gewesen und 23% Personenschäden. Beim Schadenaufwand sieht das Verhältnis etwas anders aus. Der Schadenaufwand für Personenschäden betrug 57% und den Anteil der Sachschäden, der betrug 43% unseres Aufwandes. Der durchschnittliche Sachschaden im letzten Jahr, der hat uns 556 € gekostet und der durchschnittliche Personenschaden 2.574 €. Nun ist der Aufwand für Personenschäden in der Regel generell natürlich im Schnitt höher als der für Sachschäden. Wenn wir uns das Ganze auch für die Pferde anschauen, dann ist das Verhältnis zwischen Sach- und Personenschäden zunächst mal ähnlich wie bei den Hunden. Wir haben 69% Sachschäden im letzten Jahr gehabt und 31% Personenschäden. Beim Schadenaufwand wird die Verschiebung aber dann doch deutlicher als bei den Hunden. Vom Schadenaufwand her hatten wir im letzten Jahr 62% für Personenschäden und nur 38% für Sachschäden. Der durchschnittliche Sachschaden des Pferdes, der kostete in 2019 1.002 € und für den Personenschaden betrug der durchschnittliche Schadenaufwand 3.638 €. Also sowohl bei den Sachschäden als auch bei den Personenschäden ist der durchschnittliche Aufwand bei den durch Pferde verursachten Schäden deutlich höher, als das bei Hunden der Fall ist. Das waren auch schon die Zahlen und wir machen weiter mit den Schadenarten. Also mit was für Schäden beschäftigen wir uns denn so in der Tierhalterhaftpflichtversicherung? Und auch da starten wir mit den Hunden. Bei den Sachschäden sind es tatsächlich die meisten Sachschäden Tierschäden, also solche Schäden, in denen sich Hunde untereinander verletzen. Also zum Beispiel Bissverletzungen durch Auseinandersetzungen oder auch im Spiel. Kfz-Schäden, da sind es natürlich Verkehrsunfälle, also der Hund, der sich losreißt, der auf die Straße läuft, mit einem Fahrzeug kollidiert. Dazu gehören aber auch Lackschäden. Hunde springen auch schon mal an Fahrzeugen hoch und verursachen dadurch Lackkratzer. Wir haben auch Schäden in Fahrzeuginnenräumen,
Da denkt man an den gemeinsamen Einkauf mit einem Bekannten, mit dessen Auto. Und während der Dauer des Einkaufs bleibt der Hund im Fahrzeug zurück und macht sich dann über das Lenkrad oder über die Rücksitzbank zum Beispiel her. Gebäudeschäden haben wir ganz oft im Mietsachschadenbereich, in den Mietwohnungen. Da gibt es dann zerkratzte Türen, zerkratzte Türzargen, Tapeten oder auch Schäden an den Parkett- und den Laminatböden. Schäden an Polstermöbeln und Teppichböden. Da denkt man an den Besuch zum Beispiel bei den Großeltern. Der Hund springt auf das Ledersofa und hinterlässt da Kratzer. Oder ja, man findet seine Hinterlassenschaften dann leider auch das ein oder andere Mal auf den Teppichböden. Beschädigte Kleidung, beschädigte Schuhe. Bei der beschädigten Kleidung ist das freudige Anspringen und nachher hat die neue Daunenjacke einen Riss. Oder die im Flur abgestellten Schuhe werden, während die Bekannten zu Besuch da sind, zerkaut. Ich glaube, da kann die Frau Junglers auch ein Lied von singen. Dann haben wir auch elektronische Geräte, Handy, Laptop, Fotokamera, die tatsächlich auch durch Hunde beschädigt werden können, nämlich wenn sie sich auf dem Tisch befinden und dann darunter befördert werden und beim Sturz beschädigt werden. Und Brillen und Hörgeräte kommen auch gar nicht so selten vor. Da sind es dann die zerkauten Brillenbügel oder die zerbissenen Hörgeräte. Und gerade zu dem Thema Schäden durch Hunde an Hörgeräte, da haben wir Ihnen nachher auch noch ein Beispiel mitgebracht. Im Bereich Personenschäden sind es vor allen Dingen die Bissverletzungen. Da geht es vom kleinen Knaps ins Hosenbein bis hin zu schweren Bissverletzungen mit dann auch weitreichenden und schwerwiegenden Folgen. Unfälle mit Radfahrern, die passieren vorwiegend dort, wo sich Fußgänger mit ihren Hunden und Radfahrer gemeinsam begegnen, in der Freizeit, im Wald, auf Spazierwegen oder auch auf der Hundewiese. Und dann gibt es diverse andere Konstellationen, in denen es zu Verletzungen, zu Personenschäden durch Hunde kommen kann. Das freudige Anspringen kann halt auch zur Folge haben, dass der Angesprungene hinfällt und sich beim Sturz verletzt. Oder auch die Hunde, die auf der Hundewiese spielen, rumrennen und alles um sich herum vergessen und auch den Spaziergänger, der am Rand steht und zuguckt, nicht mehr wahrnehmen und in ihn hineinrennen und er kommt dann vielleicht auch unglücklich zu Fall. Ja, was treibt uns im Rahmen der THV Pferd in der Schadenabteilung so um? Da ist es im Sachschadenbereich auch, sind es auch vor allen Dingen die Tierschäden, Verletzungen von Pferden untereinander, Pferde, die gemeinsam in Offenstellen oder auf Koppeln gehalten werden und sich da gegenseitig verletzen. Bei den Kfz-Schäden haben wir es natürlich auch mit Verkehrsunfällen zu tun. Aber wir haben tatsächlich auch nicht wenige Schäden auch an geparkten Fahrzeugen, zum Beispiel durch Huftritte oder auch durch Verbiss. Ja, Gebäudeschäden, da sind es weniger die Mietwohnungen, da sind es eher die Ställe, also die Einstellbox, deren Wand durch Huftritt beschädigt wird. Dann alle sonstigen Gegenstände, die so zu Pferd und Reiter gehören, Sattel, Decken, Reitzubehör, wenn die schon mal in die Reichweite eines Pferdes geraten, dann kann es da eben auch zu Schäden kommen. Und nicht zu vergessen die Pferdetransportanhänger. Die werden häufig beim Auf- und Abladen der Pferde mal beschädigt oder auch während des Transports, wenn das Pferd unruhig wird und gegen die Anhängerwand tritt und diese dadurch auch beschädigt. Im Bereich Personenschäden, da sind es die Reitunfälle, also zum einen die Reiter, die auf dem versicherten Pferd sitzen und zu Sturz kommen, aber auch Reiter anderer Pferde, für deren Unfall dann das versicherte Pferd unter Umständen verantwortlich gemacht wird. Verletzungen durch Huftritte, die passieren gerne da, wo sich Pferde und Reiter aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und der Platzverhältnisse dicht zusammenkommen, also in der Stallgasse, auf Putzplätzen. Bei den Verkehrsunfällen, da haben wir im Unterschied zu Hunden, bei Hunden bleibt es in der Regel meistens bei Blechschäden. Bei den Pferden, aufgrund dessen, dass das halt nun mal größere Tiere sind, ist oftmals neben dem Kfz-Schäden, sind dann auch Verletzungen der Fahrzeuginsassen zu beklagen. Ja, und dann haben wir auch bei den Pferden natürlich auch diverse andere Konstellationen noch, die zu Personenschäden
führen können. Da möchte ich einfach als Beispiel mal die sogenannten Weideunfälle nennen, die dann passieren können, wenn jemand eine Koppel betritt, auf der sich vielleicht auch mehrere Pferde befinden und durch eines der Pferde dann unglücklicherweise umgerannt wird. So, wie ist denn die Haftung des Tierhalters geregelt? Was sind die Voraussetzungen für die Haftung? Die gesetzliche Regelung, die findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch, nämlich in Paragraphen 833 BGB. Und da heißt es, das müssen wir uns jetzt einfach mal angucken gemeinsam, wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Was heißt das denn jetzt im Einzelnen? Der Gesetzgeber, der unterscheidet nämlich, und zwar zwischen dem sogenannten Luxustier und dem Nutztier. Was ist ein Luxustier? Das Luxustier, das ist der klassische, der Familienhund. Das ist das privat gehaltene Reitpferd. Und für diese Luxustiere sieht der Gesetzgeber die sogenannte Gefährdungshaftung vor. Gefährdungshaftung bedeutet, es kommt auf ein Verschulden des Tierhalters überhaupt nicht an. Er kann alles richtig gemacht haben. Wenn sein Tier einen Schaden verursacht, dann haftet er trotzdem. Beim Halter eines Nutztiers ist es ein bisschen anders. Da sieht das Gesetz eine Haftungserleichterung vor. Nutztier, das sind zum Beispiel die Kühe des Milchbauern. Und für diese Tiere, da möchte der Gesetzgeber die Haftung des Tierhalters etwas erleichtern. Man geht da zwar auch zunächst mal davon aus, dass ein Verschulden vorliegt. Also es wird ein Verschulden vermutet, dieses Tierhalters, aber im Gegensatz zum Halter des Luxustieres hat der Nutztierhalter die Möglichkeit, sich zu entlasten. Entlasten kann er sich dann, wenn er nachweisen kann, dass er alles getan hat, was möglich und erforderlich war, um diesen Schaden zu verhindern, oder wenn er nachweist, dass auch wenn er alles getan hätte, der Schaden trotzdem entstanden wäre. Wenn er das nachweisen kann, dann entfällt für ihn die Ersatzpflicht. Der Halter des Luxustieres hat diese Möglichkeiten nicht. Wer ist denn jetzt überhaupt Tierhalter? Das Gesetz sagt dazu nämlich gar nichts. Deswegen wird der Begriff des Tierhalters durch die Rechtsprechung bestimmt, und zwar anhand der Verkehrsauffassung. Und zwar ist danach derjenige Tierhalter, dem die Bestimmungsmacht über das Tier zusteht, der aus eigenem Interesse für dessen Kosten aufkommt, der den Nutzen zieht und der das wirtschaftliche Verlustrisiko trägt. Es müssen nicht zwingend alle diese Merkmale immer vorliegen, damit jemand als Tierhalter anzusehen ist. Es kann durchaus auch ausreichen, wenn 3, 2 oder sogar auch nur eines dieser Merkmale vorliegt. Das Eigentum ist nicht Voraussetzung dafür, dass jemand Tierhalter ist. Aber wenn jemand Eigentümer ist, dann ist es in der Regel auch ein Indiz dafür, dass er auch der Tierhalter ist. Wie ist es denn jetzt, wenn ich Halter eines Pferdes bin, wie jetzt die Frau Heimann, und ich stelle das Pferd im Stall eines Reitvereins unter? Bleibe ich dann Tierhalter oder bin ich dann kein Tierhalter mehr? Ich bleibe dann trotzdem natürlich Tierhalter, denn die vorübergehende unmittelbare Verfügungsgewalt eines Dritten, in dem Fall des Reitvereins, die berührt die Tierhaltereigenschaft nicht. Ganz im Gegenteil, es können sogar auch mehrere Personen gleichzeitig Tierhalter sein. Nehmen wir wieder den Familienhund. Da ist in aller Regel so, dass da nicht nur eine einzige Person in der Familie Tierhalter ist, sondern das sind meistens mehrere und manchmal sogar auch die ganze Familie, die da als Tierhalter anzusehen sind. Das Entlaufen eines Tieres allein, das führt auch nicht zur Beendigung der Haltereigenschaft. Das ist auch nochmal ganz wichtig. So, dann sagt der Paragraph 833, der Schaden muss durch ein Tier entstanden sein. Und dieses durch ein Tier, das ist dann die Verwirklichung der sogenannten Tiergefahr.
Und da sagt der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung, eine typische Tiergefahr, die äußert sich in einem der tierischen Natur entsprechenden, unberechenbaren und selbstständigen Verhalten des Tieres. Und es muss ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden und dem unberechenbaren und selbstständigen Verhalten des Tieres gegeben sein. Wann haben wir denn jetzt eine solche Verwirklichung der Tiergefahr? Die haben wir immer dann, wenn sich das Tier natürlich verhält. Ein natürliches Tierverhalten ist das Austreten des Pferdes, das Beißen des Hundes, der Hund, der auf den Teppich uriniert. Alles das sind Verhaltensweisen, die dem Tier immanent sind, die als natürliche Verhaltensweisen angesehen werden. Und dann haben wir es immer ganz klar auch mit einer Verwirklichung der Tiergefahr zu tun. Wann liegt eine Verwirklichung der Tiergefahr im Schadenfall nicht vor? Da muss man erst mal sagen, da sind die Grenzen sehr eng gesteckt. Also da ist die Rechtsprechung auch sehr zurückhaltend in der Verneinung der Verwirklichung der Tiergefahr. Verneinen tut die Rechtsprechung die Tiergefahr aber dann, wenn ein Tier unter Betäubung steht. Der Hund, der in Vollnarkose den behandelnden Tierarzt verletzt. Keine Verwirklichung der Tiergefahr liegt auch dann vor, wenn das Tier unter der Leitung des Menschen steht. Der Reiter, der absichtlich einen Menschen überreitet, was auch schon vorgekommen ist, oder Hunde, die ganz gezielt auf Personen gehetzt werden. Da sagt der Bundesgerichtshof, keine Verwirklichung der Tiergefahr, wenn das Tier einen Schaden anrichtet, indem es dem Willen und der Leitung eines Menschen gehorcht. Ja, neben dem Tierhalter kann auch der Tierhüter für durch das Tier verursachte Schäden verantwortlich gemacht werden. Und die Haftung des Tierhüters, die ist auch im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, nämlich direkt nach der Haftung des Tierhalters im Paragraphen 834 BGB. Und ja, ähnlich wie bei der Haftung des Tierhalters eines Nutztieres, sieht das Gesetz auch für die Haftung des Tierhüters die Haftung für vermutetes Verschulden vor. Das heißt, auch der Hüter eines Tieres hat die Möglichkeit, sich im Schadenfall zu entlasten. Auch er kann nachweisen, dass er alles Erforderliche getan hat und der Schaden trotzdem entstanden wäre und muss dann nicht haften. Und deswegen ist die Abgrenzung zwischen dem Tierhalter und dem Tierhüter auch so entscheidend, weil danach richtet sich dann auch der Haftungsmaßstab. Wer ist denn jetzt Tierhüter? Tierhüter, dazu sagt das Gesetz, wer für denjenigen, welcher ein Tier hält, die Führung der Aufsicht über das Tier durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden verantwortlich, den das Tier einem Dritten in der im Paragraph 833 bezeichneten Weise zufügt. Die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Wann ist man denn jetzt Tierhüter oder Tieraufseher, wie es ja im Gesetz heißt? Tieraufseher ist, wer für den Tierhalter die Führung der Aufsicht über das Tier durch Vertrag übernimmt. Das heißt, der Tieraufseher übernimmt für den Halter in dessen Interesse und auf dessen Rechnung mit einer gewissen Selbstständigkeit und Entscheidungsbefugnis durch Vertrag die Sorge für das Tier mit Gefahrenaufsicht zum Schutze Dritter. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich finde, sowas kann man immer ein bisschen besser verstehen, wenn man das konkreter macht. Tieraufseher, Tierhüter ist regelmäßig der Inhaber einer Tierpension, ist auch der Vermieter einer Stallbox, wenn er die Pferde zum Beispiel auch füttert und zur Weide führt. Und Tierhüter ist derjenige, ganz wichtig, der den Hund von Bekannten für die Zeit deren Urlaubs in Obhut nimmt. Das heißt, wir haben eine grundsätzliche Haftung nach den Paragraphen 833 und 834 eröffnet. Das heißt aber noch nicht automatisch, dass dann auch gleich eine Haftung besteht, sondern wir müssen dann auch noch mal gucken, ob wir wieder rechtsvernichtende Einwendungen haben. Immer zu prüfen und immer daran zu denken ist, dass der Geschädigte auch eine Mitschuld an dem Schaden tragen kann. Eine Mitschuld des Geschädigten ist auch im Rahmen der eben bezeichneten Gefährdungshaftung zu berücksichtigen und kann in Einzelfällen sogar so schwer wirken, dass die Haftung vollständig zurücktritt.
Wir haben dazu nachher auch Beispiele mitgebracht. Ja, und ich als Reiter kenne die Situation öfter, dass sich manche einem Pferd von hinten nähern, um es zu begrüßen. Da müssen wir dann durchaus auch von einem Mitverschulden des Geschädigten ausgehen. Was auch immer passieren kann, ist, dass sich Tiere untereinander verletzen. Zum Beispiel ein Gerangel unter Hunde oder auch Pferde an der Heuraufe. Und dann muss immer auch die Tiergefahr des anderen Tieres mit berücksichtigt werden. Ja? Wenn ein Tier ein anderes beißt, sind am Schluss vielleicht beide verletzt und haben auch beide gebissen. Und dann müssen wir abwägen, wer hat angefangen, wer hat den anderen mehr verletzt. Und dann müssen wir im Einzelfall dann immer prüfen, wie weit die verschiedenen Tiere und ihre Tiergefahren aufeinander eingewirkt haben. Das ist jetzt die Folie dazu. Ich hatte vergessen, weiter zu klicken. Es tut mir leid. Was auch immer zu prüfen ist in der Praxis, aber nicht sehr häufig, ist das Handeln auf eigene Gefahr. Wir haben eine Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofes, die ist auch schon relativ alt. Darin hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass auch der Reiter, der ja freiwillig und weil es Spaß macht, das kann ich bestätigen, mit dem Pferd ausreitet, trotzdem in den Genuss der Haftung kommt. Sprich, wenn der verletzt wird, hat er trotzdem gegebenenfalls Ansprüche auch gegen den Tierhalter. Was aber nicht sein kann, ist, dass wenn der Verletzte eine besondere Gefahrensituation sieht und trotzdem übernimmt. Also was hier immer sehr oft auch eingewandt wird oder als Beispiel genommen wird, ist, ein Pferd ist nicht gut gelaunt und wirft schon den Reitlehrer runter und dann vielleicht auch noch einen anderen Bereiter. Und dann kommt ein Dritter ins Spiel und sagt so, und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht, und setzt sich dann auf dieses Pferd und es kommt, wie es kommen muss. Auch er stürzt darunter. Das ist ein Beispiel für ein Handeln auf eigene Gefahr. Wichtig ist auch immer, ja, dass derjenige, der auf eigene Gefahr handelt, das auch ein bisschen im eigenen Interesse tut. Also nicht nur für einen Dritten, sondern auch freiwillig und für sich das macht. Der Tierarzt zum Beispiel, der ja das zwar auch für sich macht, um dann eben das Pferd oder den Hund zu heilen, ja, das ist in der Regel kein Handeln auf eigene Gefahr, weil das gibt ja einen Grund, warum er sich dem Tier dann genähert hat. Natürlich ist aber da auch ein Mitverschulden zu prüfen. So, jetzt gebe ich weiter an die Frau Junglas. Ja, ich möchte Ihnen jetzt ein paar interessante, hoffentlich interessante Beispiele zum Thema THV Hund, also Schäden durch Hunde, erzählen. Und die Frau Heimann wird danach den Part Schäden durch Pferde übernehmen. Vorab ein kleiner Hinweis, der für unsere sämtlichen Beispiele gilt. Sowohl der Sachverhalt als auch die Entscheidungsgründe sind stark verkürzt dargestellt. Es ist deshalb durchaus möglich, dass ein Gericht in einem ähnlichen oder ähnlich erscheinenden Fall auch anders entscheiden könnte. Ja, als erstes haben wir ein Beispiel Hund, das ist ein Personenschaden. Der Schaden spielt auf einem sogenannten Hundeauslaufgelände, also einem Gelände, auf dem Hunde frei laufen dürfen. Dort befand sich am Schadentag sowohl der Beklagte mit seiner Boxer-Mischlingshündin Bella, ich hoffe, dass ich die Namen nicht durcheinander schmeiße, und die Klägerin mit ihrer, ich meine, es ist eine Labrador-Hündin, Emma. Die Klägerin spielte auf diesem Hundeplatz mit ihrer Hündin mit einem Ball. Und immer wieder haben auch andere Hunde sich an diesem Spiel beteiligt. Irgendwann hat auch die Boxerhündin Bella Interesse an diesem Ball bekundet und hat auch angefangen, mit dem Ball mitzuspielen. Irgendwann haben dann die beiden Hunde angefangen, sich um diesen Ball zu streiten. Und als die Klägerin das gemerkt hat, hat sie eingegriffen und den Ball weggenommen. Dabei wurde sie gebissen, und zwar erheblich. Es steht hier nicht drin, aber ihr wurde ein Finger abgebissen. Wer letztendlich diese Bissverletzung verursacht hat, das konnte man nicht feststellen. Also es war einer der beiden Hunde. Ja, jetzt machte sie den Halter von Bella für den Schaden verantwortlich und die Sache wurde gerichtlich geklärt und es stellte sich die Frage, ob der Halter von Bella für diesen Schadenfall verantwortlich ist. Das Landgericht München war der Meinung, dass der Halter von Bella für diesen Schadenfall nicht verantwortlich ist, obwohl er als Tierhalter zwar grundsätzlich haftet. Die Paragraphen lasse ich jetzt weg, die haben wir ja vorhin schon alle erläutert. Selbst wenn nachgewiesen wäre, dass sein Hund hier diese Bissverletzung verursacht hat, würde er nicht für diesen Schadenfall haften,
weil die Klägerin selbst schuldhaft gehandelt hat und dieses Verhalten so sehr überwiegt, dass in diesem Fall die Tiergefahr des Beklagten komplett zurücktritt. Ja, jetzt ist die Frage, was hat denn eigentlich die Beklagte hier falsch gemacht? Ja, die Beklagte hat erst in diese Auseinandersetzung der beiden Hunde eingegriffen, als sie selbst schon festgestellt hat, dass diese beiden Hunde um den Ball sich zanken. Und das sah das Gericht als derartiges Mitverschulden an, dass sie für ihren Schadenfall bzw. Für ihre Verletzung selbst verantwortlich ist und von dem Beklagten keinen Schadenersatz fordern konnte. Ja, soviel zu diesem Fall. Der nächste Fall ist ebenfalls ein Personenschaden. In diesem Fall führte der Kläger zwei Hunde am Fahrrad, und zwar zwei große Hunde, zwei Schäferhunde. Und zwar hatte er in der rechten Hand seine beiden Schäferhunde, mit der linken Hand steuerte er das Fahrrad. Auf diese Weise näherte er sich von hinten der Beklagten, die mit ihrem Hund dort lief. Der Hund der Beklagten lief frei. Und als sich der Kläger der Beklagten näherte mit seinen zwei Hunden am Fahrrad, lief der Hund der Beklagten dem Kläger vor das Fahrrad. Er kam zu Fall und verletzte sich. Nicht ganz so erheblich in dem Fall, aber trotzdem wollte er Schmerzensgeld haben und verklagte die Halterin des freilaufenden Hundes, sodass das Gericht zu entscheiden hatte, ob die Halterin des freilaufenden Hundes für diesen Schaden haftet. Ganz rausgekommen ist sie in diesem Fall nicht. Das Landgericht Münster bewertete als Berufungsgericht die Haftung der Halterin des freilaufenden Hundes zumindest mit 25%. Ganz überwiegend ist der Fahrradfahrer für seinen Schaden selbst verantwortlich, weil er zwar grundsätzlich die Hunde am Fahrrad führen darf, er dabei aber sicherstellen muss, dass er das Fahrrad beherrscht und durch die Hunde nicht beeinträchtigt wird. Das sei hier ganz offensichtlich nicht der Fall gewesen. Und deshalb haftet hier die Halterin des freilaufenden Hundes lediglich zu 25%. Der nächste Schadenfall spielt auf einem Hundeplatz, also nicht wie der erste Fall in einem Hundeauslaufgelände, sondern tatsächlich in einem abgegrenzten Bereich einer Hundeschule. Dort sollte auch Unterricht stattfinden und bevor der eigentliche Unterricht begann, sollten die Hunde, so wie das jedes Mal gewesen ist, von der Leine losgelassen werden und sich vor dem eigentlichen Unterricht schon mal austoben können. Wie immer sollten sich dafür alle Teilnehmer im Kreis aufstellen und die Hunde auf Kommando ableinen. So geschah es auch und zwei Hunde sind dann eben auch wild spielend losgelaufen. Und es kam zu einer Kollision mit der Klägerin, die zwar auch Teilnehmerin war, ihr eigener Hund war aber an diesem Spiel und an der Kollision nicht beteiligt. Die Klägerin ist hingefallen und hat sich erheblich verletzt und machte für ihre Verletzungen die Halter der beiden anderen Hunde verantwortlich. Das Gericht hat auch in diesem Fall die Klage komplett abgewiesen. Und zwar hat auch hier das Gericht entschieden, dass die Haftung der Tierhalter auf null reduziert ist, weil sich die Geschädigte hier bewusst einer besonderen Gefahr ausgesetzt hat, die über das normale Maß hinausgeht. Und zwar, weil sie sich hier auf einen Platz begeben hat, sie genau gewusst hat, dass die Hunde hier frei laufen und im Spielverhalten auch ungestüm reagieren können. Die Klägerin hat aber ihre Aufmerksamkeit hier nicht den spielenden Hunden gewidmet, sondern hat ihrem eigenen Hund hinterhergeschaut und war deswegen unaufmerksam. Und das Gericht fand, dass deshalb die Halter der beiden anderen Hunde für diesen Schadenfall nicht haften müssen. Der nächste Fall ist kein Personenschaden, sondern ein Tierschaden. Hier geht es, klein gegen groß oder groß gegen klein, je nachdem, wie man es nimmt. Die Klägerin ging in diesem Fall mit ihren beiden Chihuahua-Hunden spazieren. Die beiden Hunde waren nicht angeleint und der eine Hund lief auch in einigem Abstand hinter ihr her, sodass sie ihn nicht mehr im Auge hatte. Es kam zu einer Begegnung mit dem Beklagten, der mit seinem angeleinten Rhodesian Ridgeback ebenfalls spazieren ging. Und als sie die Hunde, die
die Klägerin ihre Chihuahuas nicht mehr im Blick hatte, kam es zum Zusammentreffen mit dem Rhodesian Ridgeback. Der kleine Chihuahua lief auf den Rhodesian Ridgeback zu und bellte ihn an. Der Ridgeback hat das zunächst nicht beachtet, hat neben seinem Halter Sitz gemacht und die Klägerin ist dann durch das laute Gebell irgendwann aufmerksam geworden, ist wieder zu ihrem Hund zurückgegangen und hat versucht, den kleinen Chihuahua von dem großen Ridgeback fernzuhalten, was ihr aber nicht gelungen ist. Dem Ridgeback ist es dann irgendwann mal zu bunt geworden und er wollte sich das Gebell offensichtlich nicht länger anhören und hat zugebissen und hat den kleinen Chihuahua erheblich verletzt. Die Klägerin wollte dann die Behandlungskosten von dem Halter des Ridgeback-Hundes zurückbekommen und hat ihn verklagt. Das Gericht war hier der Auffassung, dass der Halter des Ridgeback, obwohl dieser deutlich schwerer und größer ist, lediglich zu 25% haftet. Die überwiegende Tiergefahr sah das Gericht hier bei dem bellenden Chihuahua. Und zwar, weil der verletzte Hund zum einen nicht angeleint und außer Sichtweite der Klägerin war und der Hund des Beklagten angeleint und zunächst nicht aggressiv war. Der Halter des Ridgeback haftet deshalb lediglich zu 25%. So, zuletzt kommen wir zu dem schon von Frau Ammann angesprochenen zerbissenen Hörgerät. Das ist tatsächlich so, dass diese Schäden relativ häufig vorkommen, weil so ist es zumindest in den Bedienungsanleitungen der Hörgerätehersteller beschrieben, die Hunde auf diese Hochfrequenztöne, die die Hörgeräte aussenden, reagieren und die deswegen gerne zerkauen. In diesem Fall hier war die Klägerin als Hundetrainerin und Tierbetreuerin tätig. Außerdem hat sie auch selbst einen eigenen Hund. Am Schadentag sollte der Hund oder hatte auch der Hund des Beklagten bei der Klägerin übernachtet, war dort in Obhut gegeben worden. Und am Morgen fand die Klägerin ihr Hörgerät, ihr teures Hörgerät, zerbissen und beschädigt vor. Die Klägerin machte dafür den Hund des Beklagten verantwortlich und wollte den Schaden von der Beklagten ersetzt verlangen. Die Frage ist jetzt, ob die Tierhalterin dafür haftet, obwohl sie überhaupt nicht anwesend gewesen ist. Das hatte letztendlich das Gericht zu entscheiden. Das Gericht hat hier die Klage abgewiesen, weil die Klägerin nicht nachweisen konnte, zum einen nicht nachweisen konnte, dass es tatsächlich der Hund der Beklagten und nicht vielleicht auch ihr eigener Hund gewesen ist. Und selbst wenn sie diesen Nachweis hätte führen können, ging das Gericht davon aus, dass sie ein so überwiegendes Mitverschulden an diesem Schaden trägt, dass sie ihren Schaden selbst zu tragen hat. Weil die Klägerin nicht nachweisen konnte, dass sie hier als Tierhüterin die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen. Und weil die Klägerin wegen des hohen Anschaffungspreises von immerhin fast 5.000 Euro das Hörgerät so hätte aufbewahren müssen, dass es für den Hund nicht zugänglich gewesen wäre. Die Klägerin hatte wohl vorgetragen, dass sie in der Vergangenheit keinerlei negativen Erfahrungen mit diesem Hund gemacht hat. Aber das entlastete sie nach Auffassung des Gerichtes in diesem Fall nicht. Der Hundehalter musste deshalb in diesem Fall hier nicht haften. Ja, das war mein letzter Fall und damit gebe ich weiter an die Frau Heimann, die uns interessante Fälle zum Thema Pferd vorträgt. Ich habe Ihnen noch vier Entscheidungen aus dem Bereich der Pferde mitgebracht. Als erstes haben wir ja vorhin gehört, dass die Tiergefahr eine Tatbestandsvoraussetzung ist für die Haftung des Tierhalters. Die Frage stellt sich immer, ist der Schaden durch eine Tiergefahr verursacht worden? Hier ist jetzt konkret die Frage, ist das Übertragen einer Krankheit eine Tiergefahr, die dann eine Haftung auch des Halters auslöst? Hier war das Pferd zur Behandlung in einer Klinik und da wurde dann nach ein paar Tagen festgestellt, dass es eine ansteckende Krankheit hat. Die Klinik musste geschlossen werden und die Ausfallkosten werden jetzt geltend gemacht gegenüber dem Tierhalter. Das Gericht hat die Klage abgewiesen, denn das Übertragen von Krankheiten stellt keine typische Tiergefahr dar.
Das müssen wir ja leider diese Tage auch alle feststellen, dass auch Menschen Infektionen übertragen können. Das ist nichts, was typisch für Tiere ist. Ja. Auf der zweiten Ebene hat das Gericht dann auch gesagt, wenn ein Tierarzt ein Pferd in seine Klinik holt, muss er vorher zumindest mal prüfen, ob es vielleicht eine infektiöse und auch ansteckende Erkrankung hat. Und das hat das Gericht auch gesagt, da das unterlassen wurde, geht das Gericht dann auch von einem überwiegenden Eigenverschulden aus, was auch die Haftung wieder zurücktreten lässt. Das hatten wir ja auch eingangs eben angesprochen. Was allerdings nicht automatisch dazu führt, dass der Tierhalter gar nicht haftet. Wir haben jetzt nur den Paragraphen 833 geprüft. Da ist Voraussetzung eine Tiergefahr. Ja, und da wäre eine verschuldensunabhängige Haftung dann gegeben. Eine Haftung nach Paragraph 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches, die sogenannten unerlaubten Handlungen, das kommt grundsätzlich auch immer in Betracht. Da ist die Tiergefahr nicht Voraussetzung. Aber hier ist ein Verschulden eine Voraussetzung. Das heißt, der Tierhalter hat irgendwas falsch gemacht oder hätte es wissen müssen. Da wird das Verschulden geprüft. Das ist nicht verschuldensunabhängig. Aber das wäre in dem Fall auch noch zu prüfen. Dann habe ich noch eine Entscheidung mitgebracht, eine Verletzung eines Pferdes auf dem Paddock. Und zwar haben wir das immer öfter gehabt, bis der Bundesgerichtshof jetzt auch eine Grundsatzentscheidung getroffen hat. Und zwar ist das die Situation, 12 Pferde werden morgens auf den Paddock gebracht, allen geht's gut, alle haben gute Laune. Beim Reinholen am Abend lahmt ein Pferd und es ist verletzt. Es hat also eine Trittverletzung am Bein. Also es muss irgendein anderes Pferd das Pferd getreten haben. Gesehen hat das niemand, ja, aber es ist verletzt. Jetzt ist die Frage, es waren ja 12 Pferde auf der Koppel, dann müssen die anderen 11, eins davon muss das Pferd ja verletzt haben, müssen jetzt vielleicht alle anderen Halter der anderen 11 Pferde als Gesamtschuldner für die Verletzung eintreten. Das hat jetzt der Bundesgerichtshof in letzter Instanz abgelehnt und hat gesagt, nein, so ist es nicht, denn wir müssen immer den Haftungstatbestand eröffnet haben, was die Frau Ammann vorhin einleitend gesagt hat. Also es muss klar sein, welches Tier mit der Tiergefahr den Schaden verursacht hat. Das hat hier niemand gesehen, ja, sondern es muss eins der 11 gewesen sein. Da das niemand gesehen hat, ist nicht klar, wessen Tiergefahr sich verwirklicht hat. Damit wird der Tatbestand schon gar nicht eröffnet, das 833. Und es gibt niemanden, der haftet. Also es ist wirklich einer der Fälle, in dem der Verletzte sein Pferd dann behandeln lassen muss und es keinen gibt, der ihm diesen Schaden ersetzt. Dann haben wir noch das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, mal zwei Tiere miteinander, die kommunizieren. Hier allerdings nicht so erfreulich, denn der Reiter reitet an einem Zaun entlang. Auf der anderen Seite des Zaunes ist ein Hund. Der Hund möchte das Pferd begrüßen und rennt zu dem Pferd und bellt. Das Pferd erschreckt sich als Fluchttier, macht einen Satz und die Reiterin stürzt. Hier ist jetzt die Frage, ob der Halter des Hundes jetzt für die Verletzungen der Reiterin haftet. Denn schließlich ist das Pferd nur erschrocken, weil der Hund gebellt hat. Das Gericht hat hier in diesem Fall entschieden, dass sowohl die Tiergefahr des Hundes, er hat gebellt, das ist eine typische Tiergefahr, als auch die Tiergefahr des Pferdes, es hat sich erschreckt und einen Satz gemacht, vorliegen. Und die müssen wir jetzt gegeneinander abwiegen. Denn letztlich ist natürlich der Sturz dadurch verursacht worden, dass das Pferd sich erschrocken hat und die Reiterin gestürzt ist. Aber den Satz hat das Pferd nur gemacht, weil der Hund gebellt hat. Da müssen wir jetzt die Tiergefahren gegeneinander abwägen. In diesem Fall ist das Gericht hier auf eine Anspruchskürzung von 50% gekommen. Also beide Halter müssen sich anteilig an dem Schaden beteiligen, an den Verletzungen. Und den letzten Fall, den ich noch mitgebracht habe, ist ein Fall zum überwiegenden Eigenverschulden. Und zwar ist die Klägerin auf der Koppel gewesen, um abzuäppeln. Ich erkläre das jetzt auch mal kurz für die Nichtreiter. Abäppeln heißt, dass man eben den Paddock auch wieder sauber machen muss, von den Pferdeäppeln beseitigen muss. Und das macht man immer meistens, ist jeder mal dran, das zu machen. Die Klägerin hatte auch ein eigenes Pferd dabei stehen und war an dem Tag dran. Es befanden sich insgesamt 3 Pferde auf der Koppel und es war windig. Die Pferde waren erkennbar unruhig, sind hin und her galoppiert und standen nicht friedlich da, sondern man hat gesehen, die sind aber nicht so richtig gut gelaunt heute. Trotzdem ist die Klägerin auf die Koppel und wollte abäppeln. Die da hin und her rennenden Pferde
haben die Klägerin übersehen. Eines der Pferde hat sie dann leider umgerannt und erheblich verletzt. Die Frage ist jetzt, ob der Halter des Pferdes, das die Klägerin umgerannt hat, jetzt haften muss. Hier hat das Gericht dann gesagt, nein, in diesem besonderen Fall, wo man sieht, die Pferde sind unruhig und laufen schon hin und her, muss man an seinen Eigenschutz denken. Ich muss aufpassen und ich muss mich auch selber sichern. Ich hätte hier in dem Fall auch sagen können, heute ist es mir zu gefährlich, die Koppel zu betreten. Das mache ich morgen. Das war ja keine Maßnahme, die nicht aufschiebbar war. Und das hat die Klägerin aber nicht gemacht, sondern sie hat sich in Gefahr gebracht. Und dieses hohe Maß an Mitverschulden lässt dann die verwirklichte Tiergefahr völlig zurücktreten, ja, und eine Haftung entfallen.